Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, Tamriel hat sich wieder beruhigt, wie ihr seht. Wir haben wieder schönes Wetter, passend zu dem Wetter draußen. Und wir stellen mal eben ganz schnell den Chat weg, damit er nicht so stört. Wir müssen irgendwo hier vorne mit einer sprechen. Ich denke, ja, das ist die davor. Hallöchen. Hey, ihr. Hat Königin Maraya euch die Überfahrt nach Schildwacht gekauft? In Ordnung. Ich bin einfach froh, dass ihr nicht zu viel Gepäck dabei habt. Wir müssen in dieser kleinen Jolle hier zur Trunk hinausrudern. Wirklich glanzvoll, ja? Ich bin sicher, es wird ausreichen. Solange ihr nichts gegen das Rudern habt? Kapitän Mark hat mich die ganze Zeit auf dem Weg hierher rudern lassen. Solch ein Edelmann. Ja, ich würde von ihm kein Rudern erwarten. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Sagt einfach Bescheid und wir werden losfahren. Wie ist es euch ergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nun, der Kapitän ist überzeugt, dass wir die Pechsträhne, die in Sturmhafen begann, immer noch nicht überwunden haben. Aber das ist alles Unsinn. Wir haben eine neue Mannschaft und ein neues Schiff, die Morgentrunk. Was will er noch? Das treibt mir das Reich des Vergessens aus. Okay, jetzt müssen wir nochmal mit ihr reden. Aber wir haben da hinten noch die Scherbe. Die hätte ich fast vergessen. Dann holen wir die mal eben schnell. Da ist gerade jemand mit dem Boss am Kämpfen. Was habt ihr denn damit vor? Ja, was habe ich damit wohl vor, Basti, ne? So, einmal die Scherbe. Können wir auch direkt mal gucken. Der ist fast durch. Kriegen wir das noch hin? Ich habe zwar kein Buffhut. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Sehr schön. So, tut mir leid, aber ich musste das mal eben mitnehmen. Das war so prädestiniert dafür, da jetzt nochmal kurz einzugreifen. Dann habe ich den nämlich auch weiß. Das ist doch schon mal was Schönes. So, und die Scherbe haben wir auch. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir wieder hochkommen, weil das ist immer so ein bisschen tricky hier. Ja, diesmal hat es direkt funktioniert, weil man muss da auf das Boot draufspringen. Sonst funktioniert das in der Regel nicht. So, können wir jetzt endlich mal los? Hey, ihr. Ja, solange ich weiß. Ihr nichts gegen das, dann sollten wir zum Vergessen hier verschwinden. Los, Kapitän. Jetzt seid ihr dran mit Rudern. In Ordnung, ihr Tölpel. Zeit zum Ablegen. So, da sind wir. Was ist das denn? Hä? Was ist denn das für eine Kugel da unten? Nun, in Ordnung, wir sind hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Boot verlassen werde. In der Tat, wir sollten sofort wieder in See stechen. Stimmt hier etwas nicht? Darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Der Bote von Königin Maraya sagte, sie hätte Gerüchte gehört. Und ich schätze, sie sind wohl wahr oder so. Geht und sprecht mit Kapitän Mark. Er ist gerade erst ein Stück das Dock runterspaziert. Er sollte euch das lieber selbst erzählen. Okay. Ich nehme mal an, dass das der hier ist. Zombies. Ja. Ganze Horden dieser verdammten Dinger. Warum dieser von allen Häfen in Tamriel? Ich bin über die ganze Iljak-Bucht gesegelt und ich brauche ein Glas Grog. Ich habe schon Getränke mit ein paar widerlichen Gestalten geteilt. Aber bei Zombies ziehe ich die Grenze. Ich glaube, ich werde mich erst einmal von den Docks fernhalten. Zombies? An den Docks? Riecht ihr denn ihr aufgedunsenes, verrottetes Fleisch nicht? Geht nur den Damm dort hinunter. Dann werdet ihr sie schon sehen. Eine ganze verdammte Armee von ihnen. Die Frage ist nur, warum unternehmen die Wachen von Schildwacht nichts? Vielleicht sind sie alle tot. Na, ich habe ein paar der nichtsnutzigen Lumpen hier herumschleichen sehen, hinter Kisten und so. Irgendwer muss sich eine der Wachen schnappen und sie verdammt nochmal darüber ausquetschen, was im Namen des Vergessens hier eigentlich vor sich geht. Ist das was für euch? Sicher. Ich werde versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht. Bitte sehr. Verpasst den Wachen einen Tritt und sagt ihnen, sie sollen an die Arbeit gehen. Meine Waren müssen abgeladen werden. Wenn die Wachen nicht helfen können, sucht nach dem Dockmeister. Vielleicht hat er wenigstens ein halbes Gehirn. Außer die Zombies haben es gefressen.
Was macht ihr hier in Schildwacht? Was denkt ihr, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite? Ich kaufe dort und verkaufe hier. Das ist meine Arbeit. Selbstverständlich alles völlig rechtens. Ich habe eine Ladung Bauholz in Wegesruh eingesammelt. Damit lässt sich hier ein Haufen Gold verdienen. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Was mich daran erinnert, dass ich eigentlich mein Haus-Schiff noch einrichten wollte. Beim Atem Tuvakas. Zu viele. Ich halte das nicht aus. Achso, soll man mit dem reden? Moment. Kam uns so entgegengerannt. Vielleicht solltet ihr auf euer Boot zurückkehren, Seefahrerin. Die Toten kriechen aus dem Meer und haben die Docks eingenommen. Man kann nichts dagegen machen. Wir müssen zu Tuwaka beten, dass sie verschwinden. Warum kämpft ihr nicht gegen die Zombies? Zombies? Was für ein kruder Ausdruck. Diese Ranetu sind die sterblichen Überreste von Seeleuten, die vor der Küste Schiffbruch erlitten. Wir hier in der Alik-Wüste achten unsere Toten. Selbst jene, die auf See starben, sind verehrte Ahnen. Wir kämpfen nicht gegen sie. Wir würden dafür verflucht werden. Werde ich verflucht, wenn ich gegen sie kämpfe? Nein. Ihr seid eine Fremde. Dies sind nicht eure Ahnen. Und daher braucht ihr weder Schande noch Fluch zu fürchten, wenn ihr sie erschlagt. Doch allein die Tatsache, dass sich die Toten überhaupt erhoben haben, das ist schrecklich. Wir haben strenge Gesetze. So etwas sollte hier gar nicht vorkommen. Wie konnte das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass wir die Lage nur noch verschlimmert haben. Wir dachten, wir könnten sie im Zaum halten. Wir haben Barrikaden gebaut und versucht, sie wegzutreiben. Aber es hat nichts gebracht. Jetzt fürchte ich, dass wir in noch größerer Gefahr schweben. Wie kann ich euch helfen? Meine Kameraden von der Wache, Jasmin, Pircean und Emudal, werden auch keine Ranetu schlagen. Ich fürchte um ihr Leben. Bitte findet sie und schickt sie fort von hier. Danach treffen wir uns im Lagerhaus. Der Dockmeister versteckt sich dort. Und vielleicht kennt er die Ursache für all das hier. Nun gut. Ich werde den anderen Wachen helfen und euch dann im Lagerhaus treffen. Oh, es geht schon wieder los. Jetzt war das so viel besser mit meiner Stimme. Jetzt ist es wieder so schlimm. So, hier hinten irgendwo sollte einer sein. Scheint ein Boot oder so. Oder er wird gerade gefressen. Das kann natürlich auch sein. Ah ne, da hinten rechts ist einer versteckt. Der eine meint hier, die sind überall hinter den Dingern hier versteckt, hinter den Kisten. Bitte, nein, geht weg. Sonst finden die mich. Ich will nicht sterben. Geht es euch gut? Nein, keinem von uns. Die Ranetu werden uns alle töten. Das ist nicht gerecht. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Ich möchte einfach nur fort. Weit, weit weg. Dann geht. Der Weg ist frei. Lauf, kleines Vögelchen, lauf. Nee, sie bleibt lieber da stehen. Dann verreck doch in deiner Ecke. Ist mir doch egal. Wir müssen den anderen helfen. So. Ich würde ja gerne an dir vorbeilaufen. Ich glaube, mit denen zu kämpfen geht im Moment schneller, als vorbeizulaufen und dann... Ist das hier drin? Nee, da. Hallöchen. Oh, was Gnade. Was habe ich nur getan? Ich wollte mich nur verteidigen. Und jetzt habe ich die größte Schande überhaupt begangen und Verdammnis über meine Familie gebracht. Was ist geschehen? Dieser Ranetu hatte mich erwischt. Er hat versucht, mich zu beißen. Er wollte mich fressen. Ich wollte ihn nur abwehren. Aber er hat gezuckt und sein Kopf ist gegen meine Klinge gestoßen. Es war nicht meine Schuld. Was soll ich jetzt nur machen? Ich schlage vor, dass ihr zuallererst einmal dieses Gebiet hier verlasst. Aber was ist damit, die Ranetu daran zu hindern, in die Stadt zu kommen? Was ist mit den anderen Wachen? Ich kann sie doch nicht einfach zurücklassen, oder? Ich kümmere mich um diese Dinger. Geht.
Nein, die hört auch nicht auf mich. Ich wollte jetzt extra mal abwarten und gucken, ob die wenigstens geht. Aber nein, tut sie auch nicht. Ich laufe jetzt doch mal durch. Es geht vielleicht doch ein bisschen schneller, wenn wir sie alle platt machen. Ach, hier hinten ist eine. Okay, dann machen wir es mal so. Angriff! Nix Angriff, die sind schon weg. Großer Ruptgar, schickt mir ein Zeichen, wenn das nicht euer Wille ist. Moment. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich bin hier, um euch zu helfen. Für Ehre und Clan. Ich war schon immer fest im Glauben, aber ich hätte nie gedacht, ihr seid hier, um gegen die Ranetu zu kämpfen? Ruptgar sei gepriesen. Ich war schon dafür gewappnet, mich selbst zu entehren. Doch nun hat er euch geschickt. Dann kann ich gehen. Mögen die Götter mit euch sein, meine Freundin. Ist der Weg frei? Der Weg ist frei. Geht ruhig vor. Geht vor. Ich werde so lange hier stehen bleiben. Ich werde mich nicht rühren. Ach, dummer Idiot. Nein, jetzt läuft er wirklich weg. Das ist der Erste, der wirklich wegläuft. Ist das schön. So, Moment. Wir müssen... Ist noch dahin, oder? Ja, in das Haus rein. Guten Tag. Aber ihr seid keine Zombies. Was seid ihr denn? Ihr seid tot. Okay. Offenbar wurde Mao Jad von unheiliger Magie niedergestreckt. Ja. Das waren, glaube ich, alle, oder? Findet den Dockmeister. Den Dockmeister. Den Dockmeister. Wo ist der denn? Gute Frage. Moment, ist der im gleichen Haus? Achso, der ist im gleichen Haus. Ah, okay. Dann kann ich ihn auch nicht finden. Hallo, Dockmeister. Die Rettung naht. Endlich. Jemand, der keine Angst hat, die Drecksarbeit zu machen. Jemand, der meine Docks aufräumt. Ich habe euch vom Fenster beobachtet, bis ich diese Nekromanten unten hörte. Aber ich dachte, Mao Jad käme auch hierher. Habt ihr ihn gesehen? Mao Jad ist tot. Verdammt, der arme Bastard. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe den Wachen gesagt, dass sie sich wehren müssen. Es ist zwar schön und gut, abergläubisch zu sein, aber wenn die Ranetu die Stadt angreifen, dann muss man von seinem Aberglauben ablassen. Ihr teilt ihren Glauben nicht? Nein. Wir sind hier nicht alle solche Frömmler. Trotzdem darf man die Traditionen nicht ganz missachten. Es sei denn, man lässt sich gern mit faulem Obst oder Schlimmerem bewerfen. Jedenfalls bin ich froh, dass Tavas Winde euch hierher geführt haben. Jemand muss diese Ranetu von den verdammten Docks vertreiben. Das werde ich tun, wenn ich es kann. Kennt ihr einen Weg? Das tue ich. Ich habe die Nekromanten belauscht. Ihr Anführer ruft durch eine Art dunkles Ritual die Toten aus dem Meer. Wenn ihr das Ritual stören könntet, dann sollten die Toten, nun ja, tot umfallen oder zumindest damit aufhören, weiter aus dem Wasser hervorzukriechen. Aus dem Wasser? Wo führen sie dieses Ritual durch? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, wie sie das Lagerhaus am westlichen Ende der Docks erwähnt haben. Vielleicht findet das Ritual dort statt. Wo auch immer, ihr müsst es aufhalten. Dann erstattet Hauptmann Saphira Bericht. Möge Tavar mit euch sein, meine Freundin. Warum habe ich jetzt so einen Fluch der Karibik-Feeling? Von wegen, die kommen aus dem Wasser. Gut. Findet den Ritualplatz. Helft mir ein wenig, weil... Ah, geradeaus. Okay, das ist eine große Hilfe. Eine sehr große Hilfe. Das nehmen wir auch mal kurz mit hier. Ich dachte zwar eigentlich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich hier alles mache. Ach so, genau. Die brennenden Feuer, die müssen wir auch noch machen irgendwann, ne? Ich meine, die gehörten auch zur Aufgabe. So, Moment. Das ist das Haus hier unten. Hallo, ich schleiche. Kann ich das? Muss ich mal kurz ausprobieren. Ach nee, kann ich nicht. Haben wir ja noch nicht gemacht. Schade. Schade, schade. Wäre aber cool gewesen. Ich wollte jetzt eigentlich die Leidensklinge mal benutzen. Aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir waren noch nicht an der Goldkiste.
So, über das, ich kann es nicht lesen, tut doch mal das Ding hier weg. Über das Herbeirufen der Ertrunkenen. Mein Vater hat diesen Zauber erstmals verwendet, um vor 20 Jahren die Toten aus dem Meer zu rufen. Heute wirken wir ihn erneut, um ihn zu ehren. Westlich der Docks liegen einige Wracks entlang der Küste. Führt das Ritual dort durch. Dann beginnt unser glorreicher Aufstieg. Uwafa. Gesundheit. Moment, da ist noch was. Ha! Das dürft ihr euch dann selber durchlesen, weil das ist doch ein bisschen, oh Gott, Sprache der Mathematik. Gesetz der Geschichte. Sagen wir einfach. Das ist für mich nichts, was ich jetzt gerade lesen muss. Hunger satter Karls. Okay. Stört das Ritual. Was haben die jetzt gesagt? Irgendwo an der Küste, ne? Vielleicht auch nicht. Ach, in die andere Richtung. Okay. Hallo? Ja! So. Irgendwo. Direkt vor mir. Ach, da. Hallöchen. Ritualspringer. Ihr werdet sterben und dann als mein Diener wieder auferstehen. Ja, ja. Das wünschen sich viele, aber noch keiner hat es erreicht. Alles gut? Zombie? Geht's noch? So, stattet den Hauptmann Bericht. Ist jetzt die Frage, wo der Hauptmann ist? Warum ist die Kiste hier offen? Naja, egal. Weiter oben. Steht die hier irgendwo versteckt? Oder? Nee, da unten. So. Die Ranetu sind ins Meer zurückgekehrt. Die Docks werden bald wieder nach totem Fisch und nicht nach toten Leuten riechen. Und ihr, direkt vom Schiff und schon tötet ihr den Nekromanten? Sicher hat Tuvaka euch geschickt, um uns von dieser schweren Situation zu befreien. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Das bin ich auch. Es ist schon viele Jahre her, dass die Plage der Nekromantie diese Ufer heimsuchte. Auch wenn ich erleichtert bin, dass die Docks wieder frei sind, waren die Ereignisse des heutigen Tages höchst verstörend. Das glaube ich. Und wir bekommen schwere Arme in Robust vom Orden von Diakna. Ich frage mich, ob ihr wisst, wie sehr wir in eurer Schuld stehen. Alikris Krieger fürchten das Böse nicht, aber sie werden die Untoten nicht bekämpfen. Vielleicht ist es ein Aberglaube, aber es ist seit Jahrhunderten Tradition. Ich hätte meine Wache nicht überzeugen können, sie heute zu brechen. Sicherlich habt ihr irgendeine Antwort geplant? Ich fürchte nicht. Es gab schlichtweg keine einfache Lösung. Hätte ich vielleicht alle ins Kastell rufen und die Tore verriegeln sollen? Das hätte König Faharajat nicht gefallen. Natürlich wird der König dennoch sehr bestürzt darüber sein, was sich hier ereignet hat. Der König weiß nichts von den Untoten? Ich wollte dem König keine Nachricht zukommen lassen, bis ich mir ganz sicher bin, dass Nekromantie im Spiel ist. Nun jedoch sollte man ihm sofort Bericht erstatten. Ich muss hierbleiben und die Aufräumarbeiten überwachen. Ihr habt hier das Blatt gewendet. Werdet ihr auch den König über diese Angelegenheit in Kenntnis setzen? Ja, ich kann mit dem König sprechen. Hab Dank, Seefahrerin. Es ist besser, wenn ich hierbleibe, um so gut es geht, alles zu überwachen. Aber ich weiß, dass der König über das Geschehene so schnell wie möglich informiert werden möchte. Könnt ihr mir erklären, was euer Volk über die Toten glaubt? Die Toten sind heilig. Das haben die Leute von Alikre schon immer geglaubt und sie werden es auch immer glauben. So wie wir unsere Ältesten respektieren, so respektieren wir auch unsere Ahnen. Es wäre ehrlos, sie zu erschlagen und es könnte einen sogar mit einem Fluch belegen. Sollte man von einem solchen Aberglauben nicht ablassen? Die meisten Leute erachten es als heiliges Gesetz und nicht als Aberglaube. Selbst König Faharajat muss diese Gebräuche respektieren. Würde er sein Volk je darum bitten, seine Ahnen nicht länger zu achten, würde seine Herrschaft ein jähes Ende finden. Haben Nekromanten Alika nicht schon zuvor bedroht? Diese dunklen Künste werden von unserem Volk zwar nicht praktiziert, aber ja, die Plage der Nekromantie ist auch schon in der Vergangenheit über uns gekommen. Es hat schon immer große Opfer gefordert, diese Plage zu bekämpfen. Diejenigen, die gegen die Toten kämpften, wurden entehrt und ausgestoßen. Ja,
Ich würde mal einfach sagen, irgendwas läuft hier komplett schief, wenn die Leute, die helfen, ausgestoßen werden. Ja, ihr seht es schon an der Einstellung. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Ich denke, dass der Teil danach nämlich noch etwas länger dauern wird. Und das wäre dann wahrscheinlich wieder zu viel für eine Folge. Weil die letzte Folge war schon über eine Stunde. Die musste ich dann auch schon splitten entsprechend. Und diesmal machen wir das dann genauso. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.